Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2 Remake. Ich möchte mal eben eine ganz kleine Kleinigkeit anmerken zum letzten Part. Als wir da Mr. X begegnet sind, zum vorerst letzten Mal hoffentlich, in den Zellen nämlich, da hatte er bereits keinen Hut mehr auf. Das lustige Ding ist einfach aber, dass ich tatsächlich bei meinem privaten Spieldurchlauf davon Mr. X den Hut runtergeschossen habe mit der Schrotflinte und da habe ich so eine Trophäe dafür bekommen. Hut ab! Das fand ich so witzig, dass ich schlagartig meine Angst vor Mr. X verloren hatte. Hier hat sich das jetzt nur nicht gelohnt, das zu machen, weil ich das ja schon habe. Deswegen habe ich es jetzt hier im Let's Play nicht gezeigt. Hätte ich vielleicht trotzdem machen können, um in den Hut runterschießen. Jetzt hatte er den schon nicht mehr, aber naja. Was soll's? Das nur mal so für euch zur Info. Weiter geht's, Du Ada. kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Die haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Stimmt doch gar nicht. Hier kommen wir zu Annette. Dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh, danke. Bäh. Ekelhaft. Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon. Die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Okay. Wenn du meinst. Ich glaube, ich war eben außerdem zu schnell, dass es so abgeschnitten war. Schwer vorzustellen, eine. Ey, das schiebt mich an. Schwer vorzustellen, eine richtige Forscherin hier unten zu. Da fehlt das Wort finden. Aber egal. Okay. Scheiße! War das ein Erdbeben? Das will ich doch hoffen. Ich weiß, was das war. Und ihr ahnt es garantiert auch schon, da ihr mein Let's Player gesehen habt, garantiert zu Resi 1 Original. Schätze ich mal. Oder ihr wisst es aus anderen Gründen schon. Da vorne ist es, glaube ich, schon, oder? Was zum Teufel? Pass auf! Gott weiß, was hier unten ist. Oh, ich kann hier speichern. Werde ich auch garantiert brauchen. Sie wird mir das nicht ohne Grund hier einfach geben. So, guck mal, kann speichern. Ich glaube, ich lasse ein Kraut mal hier. Und das. Und nehme das mal so mit. So bin ich, denke ich mal, ganz gut dabei und speichere erstmal. Denn das ist nie verkehrt. Lalala. Vor allem bei dem, was ich gerade gesehen habe. Das riesige Krokodil oder Alligator, was auch immer. Aber ich glaube, es ist ein Krokodil. Ist mir auch ziemlich egal. Es ist gefährlich. Das ist alles, was ich wissen muss. Ada? Kommst du klar? Ada? Kommt die jetzt echt nicht mit? Ada! Was ist los mit dir? Komm mal hier, komm. Sie will nicht.
Auch gut, gehe ich allein weiter. Ah, sie hat es doch geschafft, die Tür zu öffnen. Ein Wunder. Echt, ey, Mädchen. Oh, liegt hier noch Muni? Jawohl. Das ist doch schön. Das ist wunderschön. Schon wieder? Es ist nicht zu spät, umzukehren, Leon. Keine Chance. Du hast mich bis zum Schluss am Hals. Genau. Hey, die Stille kommt jetzt schon. Ah. Ah. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Warte da. Verdammte Scheiße! Alles gut, alles gut, alles gut. Komm schon. Ja. Kau da dran, du übergroßer Mistkerl. Aha. Alter Schwede. Aber das war schnell und gut noch reagiert, auch am Schluss von mir. Ada? Leon, hier oben. Was zur Hölle war? Komm einfach hoch. Oh, das ist ja noch eine Figur. Haha. Na heiß. Die habe ich vorher nicht gefunden gehabt. Schön. Habt ihr doch mal so eine kleine Figur noch gesehen. Ah, das Krokodil wurde zum Glück immer wieder so ein bisschen gebremst durch den Müll. Aber hätte ich einmal die falsche Seite genommen, ne? Aber mir ist jetzt erst aufgefallen so richtig, dass man es ganz gut sehen konnte. Wirklich, wo das Krokodil eigentlich zubeißen wird und einfach die andere Seite nehmen. Das war eigentlich immer jetzt das Richtige. Von daher war es doch nicht so schwer, wie ich es in Erinnerung hatte. Weil ich bin einmal auf jeden Fall gestorben damals, das weiß ich. Da bin ich auf die falsche Seite genommen, wurde durch den Müll aufgehalten und wurde ich gefressen. Naja. Lauf. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Guter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. Tja. Ich kann's eben, ne? Wer kann, der kann. Dass ich das richtig verstehe. Umbrella verkauft Monster wie das da an wen? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war, Annette ist viel gefährlicher. Wie hat der Fahrstuhl sich gerade in Bewegung gesetzt? Keiner von uns hat den Knopf gedrückt, aber egal. Magic. Eine Schreibmaschine mal wieder, das ist aber schön. Bist du schon wieder draußen? Ach, eine Tür. Wie soll ich sie nur öffnen? Ein schweres Rätsel ist zu lösen. Ja, viel Spaß dabei. Also ich gehe weiter, Ada. Was du machst, ist mir egal. Zweifelsohne Williams Werk. Identifizieren Sie sich.
Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Ah. Stopp! Hey, da! Sie kriegen das G-Virus nie! Wie überraschend für eine Forscherin. Leon! Kümmer dich nicht um mich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Ich bin direkt vor der Einrichtung und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Ja, und jetzt spielen wir. Laufen Sie ruhig, Annette. Sie entkommen mir nicht. Genau. Und hier spielen wir ein bisschen mit unserer lieben Ada Wong und sieht sie nicht rattenscharf aus in diesem ultra geilen Outfit. Ich finde schon. Endlich hat sie diesen scheiß Trenchcoat abgelegt, um Leon ein bisschen zu wärmen. Wo ist er eigentlich? Leon? Nur komisch, dass wir... Was ist das denn um alles in der Welt? Keine Ahnung. Ist nur ein bisschen komisch, dass wir halt gerade gar nicht verstanden haben, was gesagt wurde, weil... Ja. Ach, hier ist er ja. Oh, armer Leon. Wie war das denn nochmal? Was ist mit dem Fahrstuhl eigentlich? Kann ich den Fahrstuhl nicht nutzen? Nee, kein Strom. Gut. Das ist nur die Waffe. War das so? War das so? Nee. Wird auch die Erklärung gerade nicht gegeben. Ach so. Ich musste erst die Leiter anquatschen. Vorher geht das nicht. Toll. So, EMF Visualizer. Oder Visualizer. Benutzen Sie den EMV Visualizer, um Kabel aufzuspüren und elektronische Geräte zu hacken. Ja, das ist neu. L2 zielen. Also mit L1 ziele ich dann mit der Waffe dementsprechend ab jetzt. Okay, für Sie. Beim Zielen R2 halten und hacken. Okay. Zeit für die Spezialwaffe. Mhm. Hui. So kann's gehen. Nichts leichter als das. Aha. Auch wenn ich damals da erstmal verwirrt war. Ach, die Insekten, ne? Natürlich. Nee. Kann ich hier nicht irgendwie... Kann ich nicht hacken jetzt so auf die Schnelle? Jetzt aber, ne? Jawohl. Boom. Ah, oder so.
Oh, ich habe gar keine Munition zum Nachladen. Scheiße. Okay, ich hoffe, ich finde hier noch etwas Muni, sonst habe ich ein Problem. September-Inspektion, erste Woche. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt ein Ersatz-ID-Armband, damit wir in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also sag bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Jetzt steht er auch noch wieder auf, ey. Was? Bis? Wo geht's denn dann lang? Ist hier vielleicht was, wo er gelegen hat? Nee. Wieso geht denn das nicht? Ist ja mega scheiße. Mann, ich habe jetzt echt keine Muni mehr, also sei bitte tot. Kann ich das irgendwie hacken? Natürlich kann ich das hacken. Aber dafür brauche ich halt hier Ruhe. Blöder Zombie. Geht doch. Hätten die mir nicht ein bisschen mehr Muni geben können? Angeblich kann ich ja dahin zurück und speichern. Sollte ich vielleicht tun. Vielleicht auch nicht. Na, aber hier unten ist jetzt scheiße. Ah, Muni. Sehr schön. Dann geht das ja doch noch. Einigermaßen. Ach, dein scheiß Ernst, Junge. Stirb doch einfach. Bleib doch einmal tot. Das ist echt doof, dass der so extrem unsterblich ist. Wirklich. Ja, wo führt die Spur mich denn lang hier? Ah, scheiße. Hier ist eine Sackgasse. Nein, 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 so fangen wir gar nicht erst an. Och nö, jetzt sind die hier. Oh, die sind ja jetzt hier überall. Nein, 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 das fällt mir gar nicht ein. Ich habe gar keine Taschenlampe irgendwie hier gefühlt, ne? Wow, ich habe dich nicht gesehen. Ach, scheiße. Karl August und seine Freunde, echt, ey. Du stirbst jetzt endlich mal bitte. Ja, kommt mal mit, Freunde, kommt mal mit. Ich lock euch jetzt mal ganz weit weg und ihr seid dann auch einfach mal weg, okay? Ja, 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 kommt mal mit. Kommt mal mit. Geht's auch. So können sie wenigstens nicht mehr laufen. So, zurück zur Arbeit. Wo waren wir stehen geblieben? Das ist mir früher einfallen können, einfach auf die Knie zu schießen, statt auf die Köpfe. Kriechen sind sie kaum noch eine Gefahr. So, also. Wieso geht's hier eigentlich nicht lang? Was ist denn hier? Keiner weiß es. Oh, seriously? Ich habe gerade die anderen unschädlich gemacht und dann musst du mich nerven. Oh, Munition. Das ist natürlich gut. Und eine Blendgranate. Nett.
Komm schon. Danke. Also. Da. Ah, endlich. Ja, da hinten ist jetzt grün. Gut. Mann, aber echt so ein Stress. Das ist ja echt mit Ada eine scheiß Passage. Das hätten sie besser machen können. Es tut mir irgendwie ja leid, ne? Na komm her. Aber ansonsten ist alles gelb. Guck mal hier, wo das Licht ist. Folg immer schön dem Licht. Und jetzt nicht mehr, chill. Boah, die hat mich verarscht. Boah. Tut mir leid. Annette. Jetzt hab ich sie. Hoffentlich. Immer gut im Weglaufen, Annette. Das muss ich vergessen. Scheiße. Ich wusste es. Bitte nicht. Hartnäckiger Mistkerl, was? Bitte nicht. Bitte. Komm schon, schneller. Hi, und tschö. Wieso geht's hier denn nicht weiter? Wo geht's denn lang? Ah! Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Lalalalalala. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt mir nichts. Ah, wahrscheinlich ist der andere Aufzug jetzt in Gang. Könnte ich mir vorstellen, hoffentlich. Nein, ich kann den Fahrstuhl nicht mehr benutzen. Oh, fuck. Blendgranate. Ach scheiße, ich komme hier gerade nicht. Ah nein. Wie kann ich denn die scheiß Blendgranate hier mit ihr werfen? Mann. Fuck you. Na. Hä? Ist das auf Zeit oder was? Und dann ist es auch noch auf Zeit. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Hä? Mann, drück den scheiß Schalter, Mädchen. Nein. Wo muss ich denn lang? Hilfe. Somebody help me. Hier ist das schon wieder rot. Jetzt komme ich hier... Alter, was ist denn hier eigentlich verkehrt? Ich komme gerade auf mein Leben nicht klar. Was um alles in der Welt soll ich tun? Ich bin hier in der totalen der Falle. Ich habe ja auch durch Mr. X hier nicht die Zeit, mich hier mal vernünftig umzugucken. Wichser. Meine Fresse. So, hinter mir ist der Fahrstuhl. Der funktioniert schon mal nicht. Hier ist ein Teil, was ich hacken kann, und hier ist der Schalter. Der irgendwie aber nicht funktioniert, weil wegen Toastbrot. Ich habe echt keinen blassen Schimmer. Scheiße. Ich würde jetzt am liebsten mal gerne die Lösung gucken. Mal sehen, kann ich das so machen? Ja, der Part ist lang genug. Sorry, Leute, aber ich habe keinen Bock, jetzt hier drauf zu gehen. Deswegen, ich habe gerade keinen blassen Schimmer, was hier eigentlich abgeht. Deswegen, ich muss jetzt leider hier den Part so doof beenden. Mit einem Kicker-Cliffhanger mehr oder weniger. Und dann muss ich mal gucken, was ich hier machen soll. Weil... Mal ganz ehrlich, ist die Szene scheiße oder ist die Szene scheiße? Also ich finde das mega scheiße. Das hätten sie echt anders machen können. Was kommt der hier denn in so einem engen Gang, wo ich auch null Ausweichmöglichkeit habe? Ich habe mit Ada keine Möglichkeit, mich zu verstecken, großartig wegzulaufen oder sonst irgendwas. Und zu kämpfen auch nicht. Ja, ich habe eine Blendgranate. Wow. Die ich gerade irgendwie nicht mal zünden konnte. Ich habe keinen Plan. Naja, egal. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Part.
Ich hasse das Spiel gerade mal wieder. Bye, bye.